So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Und um jetzt nochmal das zu klären, was ich angesprochen hatte mit Free Forest Highway. Da habe ich mir jetzt nochmal einen kleinen Artikel rausgesucht. Ah. So. Freeway oder Highway? Ein Freeway ist ein Highway, wo der Zugang zu der Straße komplett kontrolliert ist. Fahrer können nur über Rampen, also diese Auf- und Abfahrten, den Freeway erreichen. Verkehr in der gegengesetzten Richtung ist quasi hier, kennt man ja bei Amerika, dass zwischen den beiden Fahrbahnen ist immer irgendein Streifen. Meistens ist ja bei Amerika sogar, da ist da richtig Landschaft dazwischen. Also da ist zwischen den beiden gegensätzlichen Fahrbahnen richtig viel Platz. Hier in dem Bild sieht man jetzt mal eine Strecke, wo nicht so viel Platz ist. Da ist es eher so wie in Europa, dass da nur so ein kleiner Grenzübergang ist. Was? Egal. Und man kann Freeways auch nur passieren, indem man eine Unterfahrt nimmt oder eine Überfahrt. Also halt sowieso wie hier, dass es unterm Tunnel drunter geht. Oder wie es bei ATS meistens der Fall ist, dass eine Brücke drüber geht, wo man dann drüber fahren kann. Genau. Und alles das, wo das nicht gegeben ist, wo also die Straße, die hier so quer kommt, direkt die Autobahn kreuzt, wo man also hier auf die Autobahn direkt drauf fahren kann, oder wo zum Beispiel irgendwelche Schienengleise drüber fahren, oder andere Sachen, die halt direkt die Fahrbahn kreuzen, alles das ist dann kein Freeway mehr, sondern ein Highway. Also ungefähr so, wie ich das auch erklärt hatte. Das ist ja auch das, was bei uns in Europa die Autobahn definiert. Dass man sagt, die Autobahn ist genau das gleiche wie in Amerika der Freeway wäre. Dass man halt sagt, bei einer Autobahn gibt es keinen kreuzenden Verkehr. Es gibt keine Fußgänger. Ne? Also bei der Autobahn hast du auch freien Verkehr. Und sämtlicher Verkehr, der rauf will oder runter will oder kreuzen will, muss generell über Auf- und Abfahrten geregelt werden. Und der Verkehr, der gekreuzt werden will, der muss halt entweder per Unterführung oder per Überführungen angelegt werden, ist falsch. Also ja, umschifft werden. Und das ist quasi genau die gleiche Definition wie in Amerika für den Freeway. Ah. So, Dynamite fahren wir immer noch, Alter, 100.000 Dollar. Ah, das ist schon gut. Ich meine, dafür brauchen wir auch ein paar Folgen, muss man auch dazu sagen. Und so schnell kamen wir jetzt bisher nicht voran. Bei den ganzen vielen Abstechern, die wir gemacht haben. Aber, achso, ich wollte noch was trinken hier. Scheiße, habe ich das Trinken vergessen? Ich bin so abartig auf diesen Himbeer Nektar Saft. Also ist natürlicher Nektarsaft mit Wasser verdünnt. Ich bin da so drauf hängen geblieben. Der Himbeere schmecken so gut. Ja gut. Und ist gesund. So, wir haben bereits gepennt. Tanken müssen wir noch. Tankstelle ist da. Nee, Wiegestation. Wo genau? Mann, ey. Da. Achso, hinter uns. Okay. Das heißt, können wir hier einmal. Ich fahre mal hinter dem LKW. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, so wie es aussieht. Naja, nimmt sich nicht allzu viel. So, jetzt kommen wir hier wunderbar rein. Perfekt. So, dann haben wir geschlafen, haben wir getankt. Jetzt haben wir schon zweimal geschlafen, oder? Kann doch gar nicht sein. Ach nee, das Pen, was wir in der vorletzten Folge gemacht haben, das war ja noch bevor wir die Mission angenommen haben. Mal kurz, wir haben 25 Stunden. V 42 Stunden, ja eben, wir können noch einmal pennen. Wir müssen doch jetzt schon zweimal gepennt haben.
What the fuck? Das sieht nicht gut aus, so. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen. Also hier immer 55 fahren, nur weil wir die meiste Zeit immer 55 fahren müssen, ist nicht mehr praktikabel. Warum fahre ich eigentlich ohne Licht? Das ist ja interessant. Okay. So. Das heißt, wir werden einfach durchweg 75 fahren. Ist mir scheißegal, wenn es hier andauert, sich das Ding ändert. Aber ich meine, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig. Oh, der hier fährt auch noch zu langsam. So, überholen wir mal gekonnt. Ich meine, rein theoretisch müssen wir es eigentlich schaffen. Wir haben noch 25 Stunden Zeit. Und in 10 Stunden können wir nochmal schlafen gehen. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt 10 Stunden. Dann 10 Stunden schlafen. Und dann nochmal 10 Stunden. Dann haben wir die 20 Stunden rumfahren. Schaffen wir in der Zeit locker. Und wir schaffen alles zusammen locker auch in 40 Stunden. Also eigentlich sollte es klappen. Aber... wie gesagt, wir sputen uns mal trotzdem ein bisschen. Was ist da vorne los? Hat der Kindergeburtstag hier oder was? Weißt du, wir dürfen hier 80 fahren und die tungeln da vorne alle rum. Ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Achtung, Ohren zu halten. Geht doch. Ja, man muss nur lang genug gucken. Warum bleibt der LKW auf der linken Spur? Jetzt reicht's. Alle bekloppt ihr oder was? Ey Junge, piss da. Das ist die Überholspur, nicht die. Oh Gott, mach nieder jetzt. Oh Gott. Eieiei, was geht denn hier ab? Ey, ich fahre gleich auf den Punchstreifen, Leute. Warum bremst du denn jetzt? Ups. Haben wir Aufliegerschaden bekommen.
Ach, jetzt bittet er los hier. Leute, aber... Wichser. Was ist los hier mit den Leuten? Achso, wir dürfen 80 fahren, ne? Kann ich. Hopp. Ah. 3% Aufliegerschaden, Alter. Unser schöner Auflieger. Geht aber wieder bergauf, Alter. Holy moly. Zum Glück bin ich direkt auf der linken Spur geblieben, weil da vorne die LKW tuckern schon wieder alle rum. Ein Trauerspiel. Was machen die hier schon wieder? Eieieiei.
Fester Star. Aha. Hat man aber noch gar nicht gehabt, oder? Vorne ist ja schon wieder eine Abfahrt, ey. Heieiei. Und hier kommen wir nicht wirklich auf Geschwindigkeit. Habe ich dazu das Gefühl.
Aua. Dachte, die Straße ist weiter hinten. Weil da so eine große Betonfläche war, konnte ich gar nicht einschätzen, wo es überhaupt die Straße war. Lol. Naja, hatte ich einen schönen großen Bogen. Wie gesagt, war ja alles asphaltiert, von daher. Nein! Ah. Ey, wir haben bloß noch 1100 Kilometer vor uns. Meilen. Nice. Also ich glaube mal in den 8 Folgen schaffe ich das auf jeden Fall. Also bis zur 56. Folge. Die ich mir empfehle. Was wag es dir, Junge? Viel zu dem Thema hier. Es ist halt das Problem, dass man in Amerika immer nach rechts abbiegen darf, an manchen Kreuzungen. Ich meine, gut, im Echten guckt man dann wahrscheinlich, ob man eine freie Fahrt hat. Na, ich weiß nicht, ob man dann in dem Moment automatisch auch Vorfahrt hat. Aber kann ich nicht, wahrscheinlich eher nicht so, weil dann in dem Moment einfach rechts vor links gilt. Also er da doch Vorfahrt hätte. Wait. That's a fucking good question. Egal, die gerade ausfallen haben immer Vorfahrt. Punkt. Außerdem hat sich grün. Also, hä? Was los mit euch? Ja, wie gesagt, mit diesen Rechtsabbiegern, dass die immer grün haben, an manchen Schranken, Kreuzungen, ist halt einfach dumm. Ich meine, hier in Deutschland gab es auch solche Kreuzungen und T-Stücke, wo man nach grün immer rechts abbiegen dürfte. Und es hat einen Grund, warum es diese Dinger fast nur so mehr gibt. Ich meine, ich persönlich kannte damals zwei, auf meinem alten Schulweg zu meiner Grundschule, wo ich, ne, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und daher muss ich natürlich auch auf die Verkehrsstelle achten und daher weiß ich, dass auf der Strecke früher mal zwei Stellen waren, wo ich als Rechtsabbieger nach rechts immer dieser komische grüne Pfeil da war, also dass halt Rechtsabbieger immer fahren dürfen und an beiden Stellen wurde im Laufe meiner Schulzeit die Schilder abmontiert und eine Rechtsabbiegerampel aufgestellt. Wahrscheinlich genau, weil das halt so behindert ist in der Praxis. Weil man hier in Deutschland oder sogar in ganz Europa, keine Ahnung, bald gemerkt hat, dass es eigentlich dumm ist. Ah ja, vielleicht schnallen die Amis das auch bald mal. By the way, ne, ich bin nicht der Einzige, der sich darüber aufregt. Und auch nicht mal, weil ich Europäer bin, sondern ich gucke ja auch so diese Trucking-Videos, also wenn so POV-Trucking auf YouTube, also wo sich halt echte Trucker filmen, dabei wie die LKW fahren, mit echten LKWs, ja. Und auch die regen sich teilweise darüber auf. Also es ist nicht nur, dass ich mit meiner europäischen Sichtweise das nicht verstehe, wie denn die Amis sowas machen können. Nein, selbst die Amis selber verstehen es nicht. Warum dürfen wir nur noch 35 fahren? Naja, wir räumen mal aus. Irgendwie geht's gerade bergab, oder? Wenn ich wirklich, na doch, ein bisschen langsamer werden war.
Aber jetzt sind nicht viel langsamer. Oh, Sandpiste. Wuhu. Ich liebe Sandpisten. Übrigens, ich muss noch mal raussuchen, welches Video das war. Aber, wo wir gerade davon reden, dass die Amis die Straßenverkehrsordnungen genauso, oh, Einkommen, oh, habe ich gerne, die Straßenverkehrsordnung genauso behindert finden wie ich. Also die Sachen, die Punkte, die ich hier kritisiere. Ich habe doch mich letztens vor einigen Folgen, schon eine Weile her, darüber ausgelassen, dass diese Beleuchtungssysteme so dumm sind. Ja, gerade bei den Fahrzeugen, die hinten nicht so wie wir jetzt vier Lampen haben, sondern nur zwei Lampen, dass man da zum Beispiel gar nicht sieht, ob die jetzt bremsen oder blinken. Also, ne, wenn die jetzt bremsen und dabei blinken, dass man das halt nicht wirklich sieht. Ups. Sorry, hab grad einen Brake-Check gemacht. Und ja, wer hätte es gedacht? Einige Tage, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich auf YouTube Es gibt auf YouTube jemanden, der baut einen elektrischen Humvee. Und ich glaube, es war sogar er. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Kanal heißt. Der hat eine behinderte Frau, also die ist gehbehindert, hat halt einen Rollstuhl. Und er selber ist, ich zumindest hab ihn dadurch kennengelernt, dass er ein Militär-Humvee als elektrisches Fahrzeug umgerüstet hat. Und wie gesagt, der ist halt aus Amerika. Und ich glaube, er war auch der, der auch dieses Lichtsystem kritisiert hat. Also auch da gilt, ne? Das ist nicht nur aus meiner europäischen Sicht, dass das Kacke ist. Nein, es ist einfach Kacke. Das finden selbst die Amerikaner so. Zumindest er. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Einzige ist, der das kritisiert. Weil wie gesagt, es ist halt einfach dumm. Bei ihm persönlich ging es jetzt als ausschlaggebender Faktor nicht darum, dass man das Blinken und so nicht als separates erkennt. Er hat zwar auch angesprochen, dass auch das scheiße ist, aber bei ihm ging es vor allen Dingen darum, dass Fahrzeuge aus dem europäischen Raum, bei denen sind ja diese Blinker immer orange gehalten. Also ne, da hat er halt hinten die roten Lampen für Fahr- und Bremslicht. Und die Blinker sind aber eigentlich orange. Und er hat halt auch sein Leben lang einen PKW besessen, der halt in Europa hergestellt wurde und der auch orange Blinker hatte. Und jetzt hat er sich aber vor kurzem einen Neuwagen zugelegt. Und der war aber nach amerikanischem Standard, also mit roten Blinkern. Und hat sich da halt genau darüber aufgeregt, dass er jetzt halt auch so ein Fahrzeug mit amerikanischem Lichtsystem hat. Was halt Bullshit ist, aus seiner Sicht. Und aus meiner Sicht. Ja. Also wie gesagt, die ganzen Punkte, die ich hier anführe, sind nicht nur deswegen, weil ich amerikafeindlich bin und ich aus meiner europäischen Sicht das nicht verstehen kann. Nein. Dem ist gar nicht so. Amerika ist einfach behindert. Zumindest was Sicherheitsaspekte angeht. Ja. Das gleiche ist ja auch, wow, was ist denn da für eine Rotorfarm, Alter? Deswegen dreht sich die Welt. Die wird da angetrieben. Guck mal. Ah. Naja, die Regierung, die will uns ja verkaufen, dass damit Strom gewonnen wird, ne? Mit den paar Propellern kannst du keinen Strom gewinnen. Ganz im Gegenteil.
Es ist ja allseits bekannt, dass die Erdrotation sich verlangsamt. Ja? Und damit das halt nicht so schnell passiert, deswegen haben sie überall diese Windräder aufgestellt. Damit sie quasi in die Richtung pusten. Deswegen sind sie auch immer gegen den Wind aufgestellt. Weil der Wind pustet aus der einen Richtung, bremst damit die Weltrotation ab. Und die Dinger, die drehen halt genau dagegen. Na. Egal, anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall. Für die Leute, die es nicht kapiert haben, das war natürlich ein Witz. Ja, also jetzt bitte. Ja. Ich wollte nur auch mal das Gefühl haben, zu wissen, ob Verschwörungstheoretiker dann überhaupt Spaß macht. Naja. Ich meine, irgendwo witzig ist es ja. Egal. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung mehr. Was wollte ich gerade erzählen? Ja genau, Sicherheitstechniken. Zum Beispiel auch das bei Steckdosen. Dass du halt in Amerika bei den Steckdosen dort, wenn du da einen Stecker reinsteckst, du dir halt super leichten Kurzen ziehen kannst. Das, wie gesagt, Sicherheitstechniken in Amerika ist irgendwie ein Fremdwort. Ich meine, gut, dazu muss man sagen, die haben nur 120 Volt AC, anders als wir, wo wir 32 Volt haben. Aber es ist halt trotzdem schon ganz schön krank, was die da teilweise haben. Jutsche, das wird's für die Folge gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, nach dem gesamten Amerika-Bashing hier, machen wir mal für die Folge Schluss und werden dann in der nächsten Folge wieder hoffentlich ein bisschen ruhiger fahren, damit man auch die Musik ein bisschen mehr genießen kann. Ja? Wir werden sehen. Bis dann.